Hallo und herzlich willkommen hier zu Planet Base. Mit dabei ist der Greg. Ja, und euch so schön begrüßt hat der Waldi 1984. Genau. Und wir bauen immer noch fleißig weiter an unserer Base hier auf dem Mars oder wie Waldi zu sagen pflegt, auf dem roten Planeten. Genau. Wir konnten uns da noch nicht einigen, was es jetzt wirklich ist. Ist er nur rot oder ist es der Mars? Ja, es wird uns leider nicht wirklich gesagt, wie der Planet hier heißt. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man das wüsste. Oh, der Energiespeicher ist kritisch. Ja, also da können wir aber nicht viel machen, weil uns fehlen noch... Und wir haben hier ein Kolonistenschiff. Das ist schön, da kommt auf jeden Fall mindestens wieder eine Person, sonst wird es hier wahrscheinlich nicht landen. Wer kommt da raus? Das ist hier eine große Frage. Biologen. Ein Biologen, das ist schön. Einer? Mehr kommen hier nicht? Mehr kommen nicht, es kommt zurzeit nur einer. Ja, ist wahrscheinlich nicht schön genug. Es ist noch nicht schön genug, nein. Es fehlt noch die Bar. Ja, und dann kommen natürlich Arbeiter. Dann kommen natürlich Arbeiter, wenn gesoffen werden kann. Dann kommen Arbeiter, genau. Dann kommen Arbeiter. Ja, der Wind war eben ein bisschen wieder stärker geworden, aber jetzt flaut er auch schon wieder ab. Ja, wir produzieren 4 Kilowatt und verbrauchen 41. Genau, aber der Energiespeicher, wie viel hat er noch? Wie lange können wir damit noch aus, dass uns... Wenn man vom Teufel spricht. Das war's. Das war's. Also wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal eine Solaranlage für den Tag. Ja, nee, das ist brauchen aber wir die nicht. Bringt uns zurzeit noch nichts. Genau. Weil wir eben nicht den zweiten Speicher. Und dann stehen die hier einfach dumm rum und bauen können. Ja, weil die nichts machen können. Weil er nichts machen kann, es ist dunkel, dann wollen die auch nicht arbeiten. Wäre vielleicht clever reinzugehen, obwohl dann verbraucht er ja auch unseren Sauerstoff. Naja, ich weiß nicht. Ja, nur dauerhaft haben sie in ihren Schutzanzügen ja auch den Sauerstoff nicht. Also irgendwann wird er wieder reinrennen müssen, um sich eine neue Ladung Sauerstoff zu holen. Wobei ich nicht weiß, ob die Luftschleuse funktioniert, wenn kein Strom da ist. Gut, aber er könnte ja wenigstens in die Richtung schon mal gehen, ne? Er steht da ein bisschen rum wie... Ja, bestellt und nicht abgeholt. Ja. Ja, wobei das hier natürlich auch schwierig ist mit dem Abholen. Ja, wissen wir. Das wäre auch noch eine interessante Sache, ne? Ob zwischendurch irgendwann auch mal Arbeiter wieder abhauen und sagen, komm, ich hab die Faxen dicke hier, macht eure Scheiße alleine, ich flieg wieder zurück zu Planet XYZ. Es wird Tag. Es wird Tag. Das ist gut. Das ist gut und dementsprechend müssten wir auch gleich wieder so viel Strom erzeugen, dass wir hier alles machen können. Oh, die Ersatzteilwerkstatt hat Produkte geschaffen. Wo siehst du das? Achso, nee, ganz hinten wäre das, ne? Nein, das ist was, wie viel drin ist. Okay, der braucht natürlich auch Metall, was wir auch da hinten für brauchen. Ich weiß nicht, wer uns jetzt zurzeit... Aber wir haben noch ein paar Ersatzteile, also wäre das nicht so wichtig. Ja, eben. Und eventuell wird da natürlich... Ja, Strukturen haben keine Energie, ja. Es wird doch schon wieder hell. Langsam. Und wir haben Tag Nummer 3. Ja. Bei Planet Base. Einem schönen kleinen Aufbauspiel. Wobei, so klein ist das gar nicht mehr, ne? Die Base ist schon relativ... Relativ groß, ja. Groß, wobei, da geht noch einiges. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Genau, wir können noch in alle Richtungen weiterbauen. Vielleicht können wir auch Erdhäuser bauen später, wer weiß das schon so genau. Ja, Erdhäuser. Ja. Gut, wir haben wieder genug Strom. Es wird auch wieder was eingelagert. Allerdings aber fehlt uns Metall. Metall wird in der Mine gebaut, ne? Nein, da werden Erze gebaut und Metall werden dann hier im Metallprozessor umgewandelt. Okay, aber der macht nichts. Nee, hat auch nichts. Ja, dann frage ich mich, wie effektiv sind die denn bei uns in der Mine gerade zurzeit? Ist da überhaupt wer zu am mal hoch? 43%, 44%. Das ist dann immer bis ein Teil fertig ist, ne? Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das ist Produktivität. Hier kommt Erz mit unserem Transportroboter, das reingebracht wird. Ich glaube, das ist nur die Effizienz. Okay. Können wir gleich mal gucken. Wenn er gleich wieder automatisch bei 0 anfängt, wenn er bei 100 war, dann wissen wir, es ist für jedes einzelne Teil. Ja, und er bringt das gleiche zur Maschine. Da muss dann wieder ein Arbeiter rangehen, der geht jetzt da schon hin und produziert. Oder auch nicht. Ach, ist ein Ingenieur, okay.
Ist gar kein Arbeiter. Ja, Arbeiter wären nicht so verkehrt, wenn die auch mal wieder kommen. Ah ne, wird produziert, 100%, ja. Ja, so, jetzt ist ein Teil fertig und könnte geholt werden. Wir haben natürlich auch nur einen Roboter, dementsprechend dauert das alles ein bisschen. Der muss erstmal wieder zurückfahren, der hat natürlich in der Zeit auch noch andere Aufgaben. Und hier da kommt auch ein Schiff, aber ich würde sagen, das Kolonistenschiff. Ist... Kolonistenschiff. Kolonistenschiff. Ich habe gedacht, das wäre jetzt der Händler. Hätte ich jetzt auch gedacht. Der uns jetzt gelben Strom verkaufen will, weil der grüne reicht nachts nicht. Oh, oh, da sind jetzt drei neue. Ein Ingenieur. Ein Arbeiter und noch ein Arbeiter. Sehr schön. Sehr schön. 12 Leute haben wir jetzt auf unserer Base. Ja. Das heißt natürlich auch, die müssen essen, die müssen trinken, die müssen medizinisch versorgt werden im Notfall. Brauchen Sauerstoff. Und da gucken wir mal. Aber das sieht... Oh, 22%. Ja. Aber das ist gut, ne? Scheint so... Für circa 20 Personen reicht unser Sauerstoff. Okay, vorrat. Dann sollten wir das 12, drauf. Also ist in Ordnung. Gut, wir müssen immer daran denken, dass nachts ja eventuell wieder mal unsere... ja, Sachen ausfallen. Sachen ausfallen und dann ist das natürlich weniger schön. Okay, jedenfalls... Wir wollten weiter Statistiken gucken und so. Metall wird aus dem Erz gerade gewonnen. Die Maschine ist am Laufen. Okay, hier können wir uns durchklicken, schätze ich mal. Ja, Fleisch haben wir nichts. Da ist noch nichts hergestellt, aber... Ja, das ist das Problem. Man sieht, wir hatten mal viel. Ja, das war am Anfang. Am Anfang, als wir gelandet sind. Dann haben wir hier einmal recycelt. Genau, das Raumschiff nämlich. Und dann ging es rapide ab. Und hier, naja, sind wir am unteren Level. Dann gehen wir weiter. Was haben wir hier noch? Netz. Ah ja, da können wir nämlich uns genau. Das alles angucken. Wasser. Oh, es gibt auch einen Wasserspeicher. Ja, den gibt es auch. Dann können wir den ja vielleicht auch irgendwann bauen. Landeerlaubnis. Ja, das hatten wir ja schon mal eingestellt. Genau. Da können später dann die Besucher kommen und uns reichlich Kohle bringen, hoffe ich. Ja. Oh! Oh, 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 oh. Kolonisten sind gestorben. Zweimal, weil hier in der Kantine ein Meteorit eingeschlagen ist. Wo gerade zwei Leute waren. Genau, das, und die werden wahrscheinlich nicht unbedingt wegen dem Einschlag gestorben sein, sondern weil die auf einmal keinen Sauerstoff mehr hatten und der normalen Atmosphäre dort auf diesem Planeten ausgesetzt waren. Möglich. Es wird hier schon repariert. Das ist natürlich schade. Wie gewonnen, so zerronnen. Drei gekommen, zwei gestorben, also ein Plus immerhin noch. Ja. Und die müssten jetzt verwertet werden in der... Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ja, wenn das... Weil so, ich habe hier keine... Hier liegen keine? Nee, die sind schon weg. Die sind irgendwo recycelt worden. Ich schätze mal, das war einfach nur ein Scherz von dem netten, sympathischen User, was ich letztes Mal vorgelesen habe. Nein. Ja, genau. Oh, jetzt kommt die Sonne hier, aber richtig. Ist ja. Das normal? Ja, ja. Ist mir noch nie so aufgefallen. Und sie geht schon wieder unter. Und sie geht wieder unter und es ist noch nicht mal voll. Aber wir haben jetzt schon mal zwei Sachen hinten stehen. Genau, es braucht noch zwei. Oh, jetzt kommt Wind. Ein Sandsturm. Ein Sandsturm. Der nimmt wahrscheinlich ein bisschen Sonnenenergie weg. Nimmt ja, aber dafür dreht sich natürlich der Propeller immer schneller. Ja. Ich hoffe, der kann uns jetzt nicht viel anrichten. Ich hoffe auch. Ich weiß nicht, ob der irgendwas verstopfen kann hier. Sicherheitskontrollen ist der Tipp. Kannst du vielleicht einmal kurz drauf gehen? Das war... Im Sicherheitsfenster kannst du die Alarmstufe der Kolonie festlegen. Es gibt drei Haupteinstellungen. Kein Alarm, keine Kolonisten gehen ihrer Arbeit wie gewohnt nach. Alarmstufe gelb, alle Kolonisten bleiben im Inneren der Basis und Sanitäter und Wachen werden in Bereitschaft versetzt. Diese Einstellung kann bei Sandstürmen und Sonnen... Eruptionen verhindern, dass Kolonisten zu Schaden kommen. Du kannst diese Einstellung auch während eines Angriffs benutzen, um sicherzustellen, dass alle verfügbaren Wachen die Eindringlinge angreifen und Alarmstufe rot wie Alarmstufe gelb. Allerdings versuchen auch alle Kolonisten-Eindringlinge anzugreifen mit Waffen, wenn sie welche haben, oder auch unbewaffnet. Du kannst diese Einstellung nutzen, wenn du keine Wachen zum Schutz der Basis hast oder wenn du von Eindringlingen überrannt wirst. Also es gibt Eindringlinge hier.
und der Sandsturm ist nicht gut, da sollte man vielleicht auf Stufe Gelb setzen, wo auch immer man das jetzt machen kann. Das können wir nicht machen. Das kannst du wirklich nur machen, wenn du das Kontrollzentrum hast? Okay. Also, dann wollen wir mal hoffen, dass wir keinen großen Schaden nehmen. Okay, hier kann man eine Herstellungsgrenze sogar machen. Aber es ist auf jeden Fall so, auch wenn die Sonne jetzt gänzlich weg ist, ich glaube nicht, dass wir diesmal Stromprobleme haben werden. Weil das Windrad dreht sich so schnell, das wird wahrscheinlich gleich eher selbstständig machen. Ah ja, wir haben hier schon drei Meilensteine erreicht. Überleben, Expansion und Autarkie. Okay. Das ist unsere Kontrollmöglichkeiten, die genau, wir haben. Viel können wir jetzt zurzeit eh nicht machen, weil draußen arbeiten ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, die arbeiten trotzdem draußen, weil wir das mit dem Kontrollzentrum nicht machen konnten. Ja. Deswegen geht er sehr langsam zur Mine. Was steht denn da? Gesundheitlich ist der Mensch... Der ist alles gut. Ist okay. Ne, nur er braucht Schlaf und hier er braucht auch Gesundheit. Ja, wobei wahrscheinlich, das alles weil der zu lange draußen war. Im Rahmen ist. Ne? Dafür brauchen wir ein Kontrollzentrum. Genau. Aber selbst da haben wir noch Probleme, weil es fehlen immer noch zwei Ressourcen für den zweiten. Ja, Kontrollzentrum könnte ich ja schon mal bauen. Planen jedenfalls, ne? Ja, bauen. Wo haben wir denn das Kontrollzentrum? Kontrollzentrum, da. The storm is over. Sehr schön. Wobei das Kontrollzentrum wäre ja wahrscheinlich sinnvoller an der Schleuse zu bauen. Aber gut, wir werden ja nicht nur eine Schleuse haben, wir werden ja auch noch mehrere Schleusen haben, weil wir ja auch einige Sachen mehr brauchen. Im Verlaufe dieses Spieles. Bauen die diese Dinge auf jeden Fall oder was ist da mit dem Kontrollzentrum oder brauchen wir da auch irgendwas? Ja, natürlich brauchen wir da Ressourcen. Genau, 2 und 2. Und da haben wir zurzeit nichts. Nein. Vorrätig. Also, im Grunde ist das der Planungsmodus in dieser Folge. Wir planen. Ja. Genau. So, wie sieht unser Speicher aus? Der ist noch relativ gut gefüllt. Nein. Dadurch, ja doch. Ja doch. Also zur Hälfte ist er noch voll. Es wird ja noch ordentlich produziert. Strommäßig 26. Ja, also über die Hälfte von dem, was wir benötigen. Also als nächstes würde ich vielleicht noch eine Windturbine für die Nacht bauen. Energiespeicher ist jetzt niedrig. Also das nimmt dann aber rapide ab. Ja. Also ist noch nicht wirklich niedrig. Also noch alles gut. Aber hier wird schon wieder ein Metallstück produziert und da wird auch Metall hingebracht. Ja, aber wird auch natürlich nur gemacht, wenn ein Arbeiter dran ist und der macht sich gerade auf dem Weg Richtung... ja, was auch immer. Was auch immer. Oh, da kriegen wir wieder Kolonisten. Genau, zwei sind ja gerade durch den Meteoriteneinschlag in der Mensa gestorben. Genau, und da kriegen wir einen Biologen und ich glaube einen Arzt. Sanitäter, sag ich ja, ein Arzt. So, können wir mal gucken. Wo war das denn? Können wir Technologie noch weiterentwickeln? Da. Nein. Oder? Doch. Okay. Ah ja. Also das kann man immer noch alles später wahrscheinlich irgendwo freischalten. Ja, dafür brauchen wir irgendwas. Wird man im Verlauf des Spiels hoffentlich noch merken. Ich dachte jetzt im Labor eventuell. Das wäre ja vielleicht nicht so doof. Also so wahnsinnig viel können wir zurzeit nicht machen, weil einfach die Ressourcen fehlen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde für euch, aber kann man machen nichts. Das ist leider wahr. Und unsere Energie ist schon wieder low. Ja, spätestens in 10 Sekunden, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist waren das schnelle 10 Sekunden. Das waren schnelle 10 Sekunden. Ja.
dann habe ich halt die Prozente runtergezählt, die wir noch haben. Gut, 17%, bis wir das nächste Metall haben, damit wir das hier endlich bauen können. Was jetzt natürlich auch wieder dauern wird, und weil dafür wir keinen Strom haben. Und da brauchen wir auch noch wieder einen Gang, einen Stromgang. Kann ich das vielleicht auch abbrechen? Anscheinend nicht. Ah doch, ich kann das. Wir brauchen hier nur einen Gang. Das reicht ja völlig. Genau. Ich weiß zwar nicht, ich glaube, das benutzt keine Ressourcen, ne? Diese doch. Ja? Ja. Haben wir dadurch jetzt was? Ach, okay. Ja, dann könnt ihr ja jetzt eigentlich den Solarspeicher bauen. Macht er auch. Macht. Oder? Wo macht er das denn? Ausstehende Ressourcen immer noch ein. Ja, weiß ich nicht. Und hier ist auch noch einer. Okay. Dann werden wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge hier bei dem schönen Spiel, wessen Namen eben mir jetzt schon wieder entfallen ist, bei Planet Base. Das ist unglaublich, oder? Fertigstellen. Ja. Da gehe ich von aus. Okay. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.